Die Döllnitzbahn ist 30 Jahre alt geworden. 30? Fährt sie denn nicht schon seit 1884, also seit 140 Jahren? Ja, das stimmt. Das heißt, es gibt heute noch einen Grund, das Ganze zu feiern. Am 7. und 8. September, also dem Wochenende mit dem Tag des offenen Denkmals, wurde in und um Mügeln gefeiert. Auf dem noch erhaltenen Streckennetz war alles unterwegs, was fahren kann. Kurz nach 7, als die Sonne noch tief über dem Lokschuppen stand, sah noch nichts nach großem Festwochenende aus. Nur die Diesellok steht draußen. Meistens fahren die Züge hier mit Diesel. Dampfzüge gibt es nur zu besonderen Gelegenheiten. So langsam erwacht nicht nur der neue Tag zum Leben, es herrscht auch reges Treiben am Lokschuppen. Halb neun fuhr am Samstag der erste Zug mit der Mügelner 4K nach Oschatz. Bis Anfang der 1990er Jahre waren Güterzüge mit Rollwagen und einem oder sogar zwei 4K-Lokomotiven ein ganz normaler Anblick. Transportiert wurde vor allem Kaolin, was bei Chemnitz abgebaut wurde bzw. wird. Highlight des Wochenendes sind die insgesamt 7 Doppelausfahrten in Nebitschen. Ganz unterschiedliche Zugkombinationen fahren hier die ziemlich lange Strecke nebeneinander her. Den größten Teil des Tages fährt der Triebwagen nach Glossen, wo an diesem Wochenende auch die Feldbahn fährt. Das Mügelner Spalspurnetz war zu seiner besten Zeit über 100 Kilometer lang. Allerdings wurden in den 1970er Jahren viele Strecken stillgelegt und auch zwischen Oschatz und Mügeln wurde der Personenverkehr eingestellt. ...1993 übernahm die neu gegründete Döllnitzbahn GmbH den Betrieb auf der Strecke Oschatz-Mügeln-Chemnitz von der Deutschen Reichsbahn. Und damit war die Döllnitzbahn die erste nicht bundeseigene Eisenbahn in Sachsen. Der Bahnhof Chemnitz wird erst seit der Streckensanierung 2018 wieder angefahren. Hier, wo an normalen Fahrtagen mit dem Dampfzug nur ein Zug hält, ist heute reger Betrieb.
Im Laufe des Tages kommen hier alle eingesetzten Züge mindestens einmal vorbei. Nach der Übernahme war die Bahnstrecke vorerst gerettet. Der noch heute stattfindende Schülerverkehr startete 1995. Seit 2018 wird dieser mit dem Triebwagen und nicht mehr mit dem Dieselzug durchgeführt. Auch für die Zukunft gibt es Pläne für und bei der Döllnitzbahn. An diesem Wochenende wurde auf jeden Fall erst einmal gefeiert. Also dann, genießt eure Zeit, am besten mit und nicht ohne Eisenbahn.